Die Lektion 113 in deiner Geisteserforschung. Ich bin ein Selbst vereint mit meinem Schöpfer. Erlösung kommt von meinem einen Selbst. Was bist du? Was bist du? Und wie kannst du das lernen? Was du bist, hast du vergessen? Und wie du das lernen kannst, ist ganz einfach. Wisse, dass du nicht weißt. Du lernst die Lektionen am besten dadurch, dass du verstehst, dass du nicht weißt. Du weißt nicht, was du bist. Außer du hast die Idee, in dir ein Mensch zu sein, eine Person zu sein. Und was ist eine Person? Ein Gedankensystem, das sich aus vergangenen Erfahrungen zusammensetzt. Punkt. Dem ist in Wirklichkeit nichts hinzuzufügen, denn in Wirklichkeit ist das sehr traurig. Das Licht, das Glück, die unendliche Weite, die du bist, hat sich auf etwas reduziert, was es gar nicht sein kann. Dann glaubt es noch, ein Körper zu sein, vergänglich, sorgenvoll, in die Zukunft schauend, ein auf Kohlenstoff basierendes Wesen. Das hat das unendliche Licht aus sich selbst gemacht. Und wir können, solange wir glauben, eine Person bzw. ein Körper zu sein, können wir kaum verstehen, was wir aus uns gemacht haben. Aber das Ewige in uns lehrt uns. Es lehrt uns zu verstehen, dass wir ein Selbst sind, vereint mit meinem Schöpfer und dass Erlösung nur von diesem einen Selbst kommt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht zurechtzimmern. Du kannst als ein Körper, ein Kohlenstoffkörper und als eine Person, die aus dem Lernen der vergangenen Erfahrungen sich zusammensetzt, kannst du nicht verstehen, was es bedeutet, ein unendliches Selbst zu sein, vereint mit dem Schöpfer. Und deshalb lass dich von jemandem lehren, der all dieses Wissen noch in sich trägt. Und dieses Jemand ist der Christus in dir, dein eines Selbst. Lass dich von dieser unendlichen Kraft lehren. Und du öffnest dich für diese Lehre, indem du Worte benutzt, die im Einklang sind mit dem Schöpfer. Und wenn du im Einklang bist mit dem Schöpfer, dann wirst du auch dessen Stärke und Liebe als dein erfahren. Aber wenn du dich noch weiterhin als getrennt sehen willst, als Persona und als ein kohlenstoffbasiertes Wesen, dann kannst du vom Christus in dir nicht gelehrt werden. Du hast die Türe geschlossen. Aber ein kleiner Funke strahlt dennoch in deinen Geist. Und dieser Funke ist unauslöschlich.
Der Funke ist verbunden mit dem großen Strahlen Gottes. Und du kannst diesen Funken größer werden lassen, wenn du dir heute erlaubst: Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer, zu denken, zu fühlen und beginnst es zu repräsentieren. Sobald du dich damit identifizierst, beginnst du es auch in der Welt darzustellen. Und dann wirst du immer mehr und mehr erfahren, dass die Erlösung aus deinem Selbst kommt. Und von was willst du? Du musst wissen, dass du erlöst werden willst. Und von was willst du denn erlöst werden? Du willst erlöst werden von der Idee, eine Person zu sein, ein Gedankensystem, zusammengesetzt aus vergangenen Erinnerungen, die du gelernt hast. Und du willst erlöst werden von dem doch sehr begrenzten, von der sehr begrenzten Idee, ein kohlenstoffbasiertes Wesen zu sein, gleich mit den Pflanzen, gleich mit den Tieren, mit allem Leben in Form. Aber du bist kein Leben in Form. Das Leben in Form findet in dir statt, als ein Traum. Und du hast das Leben in Form gemacht. Es wurde aus dir geboren, in jedem Augenblick, immer wieder neu. Und unsere Aufgabe ist es, den Träumer in uns wieder zu finden. Den Geist, der immer noch eins ist in Gott und der sich einfach ein bisschen vergessen hat, um zu erblühen jenseits von Zeit und Raum, jenseits irgendwelcher Grenzen, um dich als ein Selbst zu erkennen, eins mit dem Schöpfer. Um dich als eins zu erfahren mit allem, was existiert. Und dann weißt du, was es bedeutet, wenn du dir sagst, im Textbuch ist ein wunderbarer Abschnitt, an den du dich immer wieder erinnern kannst. Ich weiß nicht, was irgendetwas dies hier eingeschlossen bedeutet, und daher weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich will mein eigenes, vergangenes Lernen nicht als Licht benutzen, das mich jetzt führen soll. Das bedeutet auch, du willst deine Person, dein eigenes vergangenes Lernen, deine eigenen vergangenen Erfahrungen nicht mehr dazu benutzen, um dich klein zu halten, um dich als kleines Selbst zu erfahren. Und du gestehst dir ein, dass du nichts weißt. Und du willst lernen, dass du ein Selbst bist, eins mit deinem Schöpfer. Sag dir das jetzt mal und sei bereit, es zu fühlen. Fühle es. Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer.
hierin es nur einen kurzen Augenblick erfahren hast, verschwindet all dein persönliches Wissen. Und wenn all dein persönliches Wissen verschwindet, dann wirst du still. Und du erfährst dich nicht mehr in Zeit und Raum. Und auch hier bist du wieder eingeladen und aufgefordert, dies nicht machen zu wollen. Mach es nicht selbst, erzwinge nicht, dass du jetzt eine besondere Erfahrung benötigst, sondern erlaube dir einfach, diese Worte zu fühlen. Und wenn du bereit bist, dies zu fühlen, dann wird dich dein Selbst hierin unterstützen, dich selbst zu erfahren. Und wenn du dich mit dem Willen der Schöpfung auf diese Art und Weise verbindest, dann wirst du im höchsten Maße gelehrt. Dein Lernen nimmt Fahrt auf. Deine Geschwindigkeit wird diesbezüglich immer größer. Und du trittst hinaus in die Welt als ein Selbst. Und du trittst hinaus in die Welt in dem tiefen Wissen, dass du jetzt mit Gott verbunden bist. Und du weißt, dass du von der Welt nicht mehr bedroht werden kannst, dass du in ewiger Sicherheit bist. Und wenn du in Sicherheit bist, dann wirst du auch niemand anderen mehr beschuldigen müssen, dass er einen Fehler gemacht hätte. Deine Urteile über die Welt fallen von dir ab, weil du dich über sie erhebst. Weil du dich nicht mehr auf den Traum fokussierst, sondern auf die Allgegenwart ewigen Lebens, das du immer noch bist. Und diese Lektionen zu fühlen, ist ein zentraler Schlüssel. Es dreht sich nicht so sehr darum, jede Stunde oder jede halbe Stunde oder zu irgendeiner Zeit die Lektion einfach herunterzusagen, sondern hey, stopp. Stopp, 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 stopp. Ich nehme mir jetzt einen kurzen Augenblick, um die Welt anzuhalten. Die Welt kann warten. Die rennt mir nicht weg. Die Welt kann warten. Ich will sie jetzt kurz anhalten. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und mein hohes Selbst lehrt mich jetzt. Bin bereit zu fühlen, dass die Erlösung aus meinem einen Selbst kommt. Kannst du diese sanfte Wärme fühlen, wenn du dir erlaubst, dass die Erlösung von deinem einen Selbst kommt? Kannst du diese sanfte Freude wahrnehmen? Kannst du erkennen, wie angenehm dies ist, dass du nichts mehr tun musst? Dass du dich nicht um deine Erlösung kümmern musst, dass du dich nicht darum kümmern musst, glücklich zu sein, in Frieden zu sein, Freude zu erfahren, harmonische Beziehungen herzustellen, in der Welt noch irgendetwas zu tun, das alles fällt von dir ab, denn es ist nicht mehr notwendig.
denn du hast deinen Geist zum Licht hingewendet. Du willst etwas anderes erfahren als das, was dir die Welt erzählt. Du lässt dich fallen in die Arme Gottes, aus dem alle Erlösung für dich bereitsteht, nach wie vor. Du lässt dich fallen in die liebenden Schwingen des Unendlichen und erkennst dich dort selbst wieder. Du verbindest dich mit einer Kraft jenseits deines bisherigen Denkens oder deiner Idee, eine Person zu sein. Du lässt los von diesem kohlenstoffbasierten Wesen, das du Körper nennst. Du beginnst, ein unpersönliches Leben zu führen, indem du dich als grenzenlose Freiheit erfährst. Und du beginnst, das Leben zu tanzen, eins in der Schöpfung, eins in Gott. Und du beginnst, dich als Christus zu erkennen. Und du läufst segnend durch diese Welt und bist glücklich über jeden Anblick, der zu dir kommt. Und du wirst weit und stark, unendlich kraftvoll. Und alles, was du berührst, wird mit Licht erfüllt. Und alles, was du erblickst, wird geheilt. Die Grenzen fallen. Und du erwachst in der Liebe Gottes. Du wirst hingeführt in das Reich des Himmels, ein Selbst in der Schöpfung.